die Haare auf. Wo ist keine Füße auf die Falle. Füße auf die Falle. Ich komme mit voller Backe drin. Und zu Ehren unseres neuen Kommandanten, dem zu später Stunde erwartet uns noch ein musikalisches Ereignis besonderer Art. Wir wollten dieses Fest eigentlich abschließen mit dieser Abendserenade auf dem Maiplatz in dieser wunderschönen Kulisse hier in Königsberg. Aber wegen der Witterungsverhältnisse sind wir hier doch ins Zelt ausgewichen. Wir erleben hier ein Blasorchester der Spitzenklasse. Das Symphonische Blasorchester unter Bleichfeld mit seinem Bundesdirigenten Ernst Österreicher. Herzlich willkommen hier in Königsberg. Ich möchte gleich zu Beginn Sie bitten, das Bierzelt heute Abend nicht als Bierzelt zu sehen, sondern als Konzertsaal. Bitte also Gespräche auf die Pause und auch danach zu beschränken und genießen Sie diese Erstklassmusik, die uns heute hier geboten wird, in einer Qualität, wie wir sie in Königsberg noch nie hatten. Denken Sie also daran, es sind hier über 60 Musikerinnen und Musiker hier zu uns hierher gekommen, um ein Programm wirklich vom Feinsten zu bieten. Und Sie sind es wert, dass wir hier zuhören und reden, wenn die Zeit gekommen ist. Nachher, nach dem Konzert oder in der Pause. Friedrich Smetana, oder bei uns eingedeutscht Friedrich Smetana, ist der Komponist dieser Nebusa-Fanfare, die wir am Anfang gehört haben. Er ist der bekannteste Vertreter der tschechischen klassischen Musik des 19. Jahrhunderts. Und viele werden auch seine berühmtesten Werke kennen, wie zum Beispiel die Verkaufte Braut. Die Nebusa-Fanfare stammt aus einer nicht mehr gespielten Oper, Nebusa genannt. Diese Festoper in drei Akten schrieb Smetana für die Eröffnung des Prager Nationaltheaters 1881
drei Jahre vor seinem Tod. Und etwas heiterer geht es jetzt weiter mit dem zweiten Programmpunkt. Ein Marsch, aber nicht im eigentlichen mitteleuropäischen Sinn, sondern ein Marsch auch eines Tschechen, aber im italienischen Stil, und der Untertitel heißt Grand Marcia Italiano. Es ist der Florentiner Marsch, der sprüht und lebt an Einfällen musikalischen italienischer Art. Lassen Sie sich also erfreuen vom Florentiner Marsch von Julius Fucci mit dem Symphonischen Blasorchester unter Bleichfeld und ihrem Dirigenten Ernst Österreicher. Thank you.
wahrlich ein sprühender Funkenregen italienischer Musik, den der Tscheche Julius Fučík hier auf die Bühne gezaubert hat, in dem Blasorchester und im Gleichfeld. Kehren wir aber jetzt zurück wieder in die heimatlichen Regionen. Und es ist ganz klar, Königsberg gehörte bis 1920 zu Coburg. Und da darf natürlich ein Marsch nicht fehlen. Der Coburger Josias-Marsch oder kurz nur Coburger Marsch genannt. Die Herkunft dieses Marsches ist bis heute nicht genau geklärt. Aber es könnte durchaus ein großer Meister der klassischen Musik dahinter stecken. Denn dieser Marsch wird dem jüngeren Bruder von Joseph Haydn, Michael Haydn, zugeschrieben. Freuen Sie sich also auf den Coburger Marsch, wiederum mit dem Symphonischen Blasorchester unter Bleichfeld und ihrem Dirigenten Ernst Österreicher. Wie überall in Deutschland und in vielen Teilen Mitteleuropas die Revolution aus. Jene Revolution, deren wir in diesen Tagen so oft gedacht haben. Strauß ist mit Begeisterung dabei. Er wird auch ein bisschen zum Revolutionär und er schreibt für die Wiener Garten 1848 ein kleines, junges Werk, dass seine Meisterschaft nur an einigen Stellen verrät den Revolutionsmarsch. Das Eintreten für die Wiener Garten
bringt ihn bei dem nachmaligen Kaiser Franz Josef I. schwer in Misskredit. Franz Josef I. verzeiht Strauß nie, dass er bei dieser Revolution mit als Revolutionär tätig war. Und die so ersehnte Stelle des Hofballmusikdirektors wird ihm über Jahrzehnte hin verwehrt, obwohl er der geeignete Mann war, diese Stelle anzutreten. Franz Josef I. hat ihm nie verziehen. Hören Sie also dieses kleine Jugendwerk, aus dem schon die Meisterschaft von Johann Strauss hier und da aufblitzt, aus mit unserem symphonischen Blasorchester unter Bleibfeld und der Ernst Österreicher. Finanziell am Ende, mit familiären Leid überzogen, die Kinder sterben, arbeitet er an einem Werk, das auch thematisch heute gut zu diesem Abend passt. Er schafft in diesem Jahr die Oper Nabucco. Es ist dies die Geschichte des Volkes Israel in der babylonischen Gefangenschaft, das nach Freiheit schreit. Und mit diesem Werk wird Verdi mit einem Schlag in Italien berühmt. Und er wird zu einem Volkshelden. Und besonders dieses eine Stück, das wie Nessun Dorma von Puccini auch heute allgemeines Gut geworden ist, dieses eine Stück wird zu einer heimlichen Nationalhymne in Italien. Val pensiero, fliegt Gedanke, der Gedanke der Freiheit. Dieser Chor aus der Oper Nabucco unterstützt auch die Erhebungsbewegung in Italien unter Garibaldi. Und dieser Schrei nach Freiheit hat Verdi so fantastische Noten gesetzt, dass man sagen kann, dies ist ein Schlager der Oper und allgemeines Volksgut geworden. Hören wir also diesen berühmten Gefangenenchor aus Nabucco, Val pensiero, wiederum mit dem Symphonischen Blasorchester unter Bleibfeld und dem Bundesdirigenten Ernst Österreicher. Thank you.
Thank you.
glaube, wir haben heute einen Abend erlebt, den wir nie vergessen werden. Wir haben ein Wochenende erlebt, das uns immer im Gedächtnis bleiben wird. 150 Jahre Bürgerwehr Königsberg. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte meine Begeisterung einfach nur Ausdruck geben für den heutigen Abend, dieses symphonische Blasorchester unter Bleichfeld. Einmalig. Zugabe herum. Herzlichen Dank noch einmal. Los geht's.